Herzlich willkommen, Community. Wir spielen heute wieder Metro Last Light. Gegenüber der letzten Folge werde ich ein bisschen was ändern. Ich werde das Spiel etwas entschleunigen. Mir ist aufgefallen, in der letzten Folge vor allem, es hat viele Tode gegeben, ich habe zu wenig Munition. Ich muss mich mehr umschauen und etwas langsamer und mit mehr Bedacht spielen. Ihr wollt was haben von dem Spiel, ich will natürlich auch was haben von dem Spiel und folgedessen werden wir das jetzt in Zukunft genauso machen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefällt, lasst mir einen Like da. So, Anna hört sich gar nicht gesund an. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal schauen. So. Da haben wir gar keine Muni. Und da haben wir eigentlich genug Muni. So, Anna. Einfach ein bisschen mehr umschauen. Ich glaube, das ist es um und auf. Das ist echt ein gutes Spiel mit guter Story und ja. Oh, eine Werkbank. Durchnässte Notiz. Was haben die sich nur dabei gedacht, diese ganze Scheiße hier herzubringen? Das muss doch ordnungsgemäß entsorgt werden. Das sind verdammte Gauner dort bei der Entsorgung. Sie teilen sich die Einnahmen mit den Generälen, während wir unsere Hintern auf Jahrzehnte alten Schrott parken müssen. Ich frage mich, ob es schlimmer oder besser wird, wenn der Mist zerfällt. Und was wäre besser für uns? Die Fässer sehen jedenfalls so aus, als ob sie jeden Moment auslaufen. Ich werde einen zusätzlichen Schutzanzug anfordern müssen. Ja. Schaut nicht gut aus, diese Fässer. Da hat er nicht unrecht. So, schauen wir mal, ob wir ein bisschen was herstellen können. Ach so, das ist diese Waffe da. Ja, aber diese andere. Anna, du hörst dich gar nicht gesund an. Wir müssen da auf jeden Fall rasch einen Ausweg finden. So gefällt mir das schon mal besser. Wir müssen einfach da ein bisschen mit Bedacht umgehen. Wir haben da jetzt, vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, Heilbackerl zu machen. Ja. Das ist gut.
Okay. Ausfahrt. Schon wieder zwei. Doch sehr viele Gegner. Sehr gut. Anna, was ist denn los, Anna? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem gerne ein bisschen umschauen, mich da. Aber da gibt es scheinbar nichts mehr. Bevor ich da weiterlaufe. So. Ja, wir müssen einfach, es hilft alles nichts. Bescheid umschauen. Ja, das gefällt mir ja gleich um Längen besser, muss ich sagen. So, das müssen wir nur mehr rausfinden. Ist schon sehr labyrinthartig. Da nicht.
Ah. Da schien eine amerikanische Flagge an ihrer Antenne. Gut, dass Axiom mich gefunden hat. Ja, es hat gedauert, dass ich dich finde, Anna. Es hat gedauert. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort ausgegeben worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. So. Ja, aber wir haben sie ja gerettet. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Artyom und die Jungs sind hier. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest, junge Dame. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, die gnadenlos nach Hause zu schicken. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stefan hat auch einen Anfang verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Wir sind alle durchgedreht. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Mach mal, Anna, mach mal. Gut. Artyom, es geht mir schon besser. Du hörst dich aber nicht gesund an. Also Sam, erzähl doch mal, wie die echten Feindbasen sind, damit wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. Ha. Zunächst mal sind da diese riesigen humanoiden Roboter, übersät mit Sternen und Streifen und mit Kernreaktoren im Arsch. Und das Essen ist klasse. Burger, Pommes, Shakes. Ich meine es ernst. Ja, dann will ich auch mal ernst sein. Woher soll ich wissen, wie sie jetzt aussehen? Ich habe schon seit 20 Jahren oder so keine mehr gesehen. Naja. Ein paar Wachtürme, Patrouillen, Gebäude, wie Basen halt aussehen. Nicht wie die Gebäude hier. Wir haben noch nichts gesehen, was einer Basis auch nur annähernd ähnelt. Das denke ich mal. Wenn wir eine sehen, sage ich bestimmt mal Hallo. Sofern ich mein Englisch nicht verlernt habe. Ist schon gut, sei doch nicht gleich sauer. Ja, der ist schon so lange bei euch. Ist wirklich daran, dass wir hier auf Amerikaner treffen werden? Nein, nein. Zuerst war ich mir unsicher. Aber jetzt glaube ich, dass ich der einzige Amerikaner bin, den es hier zu sehen gibt. Ja, das glaube ich auch, Sam. Na, für mich ist das in Ordnung, denn mit dir können wir ja immer über alles reden, Sam. So, dann werden wir mal speichern. Das Ganze, das hat jetzt gut geklappt, sehr gut. So, bevor wir da jetzt aber zurückgehen. Ah, ja, wir müssen nicht zurück, weil das liegt am Weg und dann werden wir sich kümmern um die ganzen Orte. Dieses eine Banditenlager würde ich da gerne machen. Dann, ich glaube, das eine ist der Teddybär von dem Mädchen. Das sollte man auf jeden Fall holen und das werden wir sich auch anschauen alles. So, schauen wir mal zu Aurora zurück. Ein bisschen was haben wir ja zum Craften gefunden, vielleicht kann man auch ein bisschen Money machen. Ja, passt. Wie gesagt, wir werden da jetzt ein bisschen mehr mit Bedacht spielen. Auch was looten können. Thank you.
dieser eine Zug da, dass da gar nichts drin ist. Schaut aber nicht so aus. Nee. Na gut, schauen wir mal zu Aurora zurück und dann kümmern wir uns um diese Banditen, die uns das letzte Mal, muss man leider so sagen, den Arsch aufgerissen haben. Aber das passiert kein zweites Mal. So. Artyom, hilf uns mal. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mitkommen, obwohl Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Ich werde mit Alten reden. Keine Angst. Wir müssen jetzt wohl zurück. Nein, sicher und nicht. Wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Keine Angst, ich rede mit Alten. Es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem. Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Arthur, ja, keine Angst. Ich bin natürlich ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Oh ja. Ja, keine Angst, Nastja. Nastja, hör auf, Onkel Arthur zu nerven. Nein. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Artyom wird mit unserem Kommandanten reden und alles klären. Natürlich. Wow, Onkel Artyom ist wichtiger als dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Tja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Artyom sagt. So, schauen wir mal da rein. Hi, Artyom. Hi. Okay, der will uns gar nichts erzählen. Artyom, komm mal hier hoch. Ich muss etwas mit dir besprechen. Siehst du, wie alles läuft? Sehr gut. Außer, dass er ihn nicht mitnehmen will. Das geht gar nicht. Überqueren. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch. Und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal, was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Ja, und wir werden die anderen mitnehmen. Wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Stefan, hast du jemals deinen Kopf benutzt? Er hat recht. Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Genau. Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Sehr gut. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Ja, ich kann das alleine holen. Okay, okay, dann mach das so. Ich will ja kein Unmensch sein. Ja. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Natürlich. Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Ja. Hier, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordreisine. Ohne den fährt sie nicht. Danke, Christ. Sie ist ein echtes Schätzchen. Das steht fest wie das Amen in der Kirche.
sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Archon. Es ist ganz schön weit bis dorthin, aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Mhm. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Okay. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Werde ich machen. Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal. Okay. Ich wette, du hast dich mit Anna und Stepan verschworen. Nein. Die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Glaube ich schon. Wir werden es wohl abwarten müssen. Ja. So. So, der Trennschalter, sehr gut. Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Natürlich, Torgreif. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Archon. Endlich habe ich alles so, wie ich es wollte. Eine ordentliche Werkbank. Ah, sehr gut. Werkzeuge. Und das mehr. Gefällt mir. Hier kannst du deine Waffen reinigen und Munition für sie herstellen. Genau wie an jeder anderen Werkbank, die du findest. Okay. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar. Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Danke. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Sehr gut. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch allen noch kompetente Waffenschmiede. Sehr gut. So. Hör zu, was? Ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Okay, danke. Tja, ich möchte dich nicht länger aufhalten. Du hältst mich nicht auf. So, dann schauen wir mal. So. Da fehlt, da können wir nicht. Das haben wir. Da haben wir auch genug. Das passt. Zwei Heiltränke. Schaft und Griff aus Holz. Okay. Die Stabilität erhöhen, das machen wir. Ja, Magazin wäre gut, ein weiteres. Diese primitive MP. Okay. Kalasch. Das ist gut. Genauigkeit erhöht sich, Schussfolge erhöht sich. Magazin wieder ein bisschen weniger, aber das ist okay. Bastard. Na, nehmen wir die Kalaschnikow. Die haben wir aber eh mit. Gut. Wir sind dann ja fertig. Scharfschützenschaft. Das Druckluftsystem. Ja. Ist in Ordnung, das passt. Das passt auch. Gut. Gut. Dann sind wir ausgerüstet.
rüstet. Anna, danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht. Und Silantius auch. Ja. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Es hängt jetzt alles von Artyom ab. Also wünsche ihm Glück. Natürlich. Gott segne dich, Artyom. Danke, danke. Aber das brauchst du nicht. Wir machen das schon. Danke. Nicht der Rede wert. Das machen wir schon. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Hast du einen Einsatz? Ja, mehr dabei. Auch dein Teddybär will ich holen. Ich wollte noch fragen, da wo die großen Tanks sind, wenn du meinen Teddybären dort findest, nur für den Fall, könntest du ihn mir mitbringen? Natürlich. Ein Dämon hat ihn mir weggenommen. Der konnte fliegen. War ganz unheimlich. Die leben da. Er hat Teddy zu seinen Kindern gebracht. Teddy fehlt mir so sehr. Ja. Ich wollte ihn besuchen gehen, aber Mama ließ mich nicht, weil es da nämlich auch elektrische Dämonen gibt. Das ist wahr. Die kommen nachts raus und dann leuchten sie so schön. Ja, aber tödlich, glaube ich, Nastja. Und unheimlich. Ein bisschen. Das glaube ich. Ja, also den Teddybär werden wir natürlich auch besorgen. Hi, Artyom. Hi. Wie geht's dir, Orosho? Gut, gut. So, dann schauen wir mal auf die Map. Na gut, da haben wir das eine Banditenlager. Ganz hinten, okay, da haben wir eh genug. Da haben wir den Teddy wahrscheinlich da oben. Ja, und da haben wir noch was, ja. Da werden wir sich um das Banditenlager kümmern. Ah, der Teddy ist da unten. Ich sehe schon, da unten ist der Teddy. Gut, und die drei sind interessante Orte, die wir auf jeden Fall machen werden. So. Sehr gut, sehr gut. Artyom, wie geht's da, Anna? Ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du mich aus diesem dummen Keller geholt hast. Selbstverständlich. Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Naja. Weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Naja, war an der Kippe. Danke, mein Liebling. Bitte, bitte. Jetzt geh. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Mache ich. Ciao, ciao, Anna. Ich liebe dich. Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Ja, mach mal. Eine Sache noch. Dieser Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ja. Ich denke, es sind die Banditen. Ja. Sie beobachten uns. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Okay. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Oje. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Okay. Viel Glück, Artyom. Danke, danke, Damir. So, das heißt, da haben wir Fragezeichen. Da daneben haben wir die Gitarre. Oh, viel zu tun, viel zu tun. Das gefällt mir. So. Ja, das mache ich schon, keine Angst. Es sind genug Dämonen unterwegs. Und wir müssen auch sich in Zukunft ein bisschen aufpassen, wenn man sich Banditen oder so nähern. Weil, wie gesagt, das ist gar nicht, die sind sehr zielsicher. Los. Und wie gesagt, bin mir sicher, es gibt wieder dieses Karma-System. Also, oh. Okay. Kann leider auf diesen Ding nicht rauf. Ich sage, wir müssen einfach vorsichtiger spielen. Ja. Oh ja, geht, 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 geht.
geht. Das ist gut. Ach. So. Kommt der auch darauf? Jo. Okay. Jetzt flüchten wir nochmal zur Aurora zurück. Da sind wir ein bisschen zu viel. In der Hoffnung, dass meine eigenen Leute da ein bisschen aktiv werden. Das sind sehr viele. So, es hat ein bisschen besser geklappt. Noch immer nicht so, wie ich will. Weil eigentlich wollte ich dorthin kommen, ohne dass ich da großartig die Feinde auslöse. Die Sonne geht auch schon unter. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht für diese Banditen da hinten. Obwohl Banditen, das Fragezeichen ist eigentlich... Ah, da geht's rein, oder? Das ist das Fragezeichen. Ah, interessant. Ah, sehr gut. Dann ein Lager. Perfekt. Mit Werkbank alles da. Das ist gut. Schlafen bis am Tag, das ist auch sehr gut. Wir haben ja so einen Rotpunkt, eigentlich wäre ja das möglich. Können wir da wohl nicht. Ja, ich würde gern. Genau, das montieren. Zieloptik, die wollen wir. Genau. Was machen wir? Perfekt. Ja. Kann ich die Zieloptik auf die andere, auf das die Pistole, dieses Halbscharfschützengewehr wäre super, wenn man da auch die Zieloptik. Na, da haben wir nur Reflex und Kimi und Korn. Schade, schade, schade. Hätte ich gerne Zieloptik gehabt. Ja. Oh, das ist super. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Ah, das gefällt mir schon besser. Gut. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, trotzdem bis am Tag schlafen, weil auch wenn die Banditen uns da eher sehen am Tag, aber es sind definitiv weniger am Monster unterwegs. Das ist aber hundertprozentig so. Ja, ich muss immer noch sagen, das Spiel ist einfach klasse. Auch das schaut echt super aus. Gefällt mir total. So, da vorne kann ich raus. Na gut, liebe Community, das war's wieder mal für eine Folge Metro. Wir werden uns in der nächsten Folge um die Banditenlager kümmern. Wahrscheinlich auch um den Teddy für die Kleine. Und haben ja noch einiges zu tun hier, bevor wir uns um diese Motordraisine kümmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like da. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.